Herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Ich bin die Miri und wir gehen mit unserem Hans jetzt erstmal ins Bett. Oh, Hofarbeitsstufe 4. Gibt's Gießkanneneffektivität, Hackeneffektivität, kennen wir ja. Eisenzaun, Einmachgefäß, sehr schön. Und Hydrogel. Oh ja, wir haben auch einiges verkauft. Wir haben ein bisschen Gemüse und Blumen verkauft. Ein paar gesammelte Sachen, etliche Fische. Dadurch 2500 Gold an einem Tag gemacht. Nicht schlecht, sag ich da. Nicht schlecht. Damit befinden wir uns jetzt fast in der Lage, einen Hühnerstall zu bauen. Wäre ja gar nicht so verkehrt, ne? Leben vom Land. Was ist der heutige Tipp? Erfrischender Regen, der beste Freund des Bauern. Wenn es regnet, brauchst du dir um die Bewässerung eurer Pflanzen keine Gedanken zu machen. Nutze das zu deinem Vorteil. Na, was für ein Tipp, ey. Also, manche von den Tipps, ne? Ich weiß, du hast eine Menge Steine auf deinem Hof herumliegen. Wenn du welche übrig hast, könntest du dir überlegen, ob ich dir nicht vielleicht einen Brunnen bauen soll. Brunnen kannst du überall auf deinem Hof platzieren und sie sind sehr praktisch, um deine Gießkanne schnell wieder aufzufüllen. Schau einfach in meinem Laden mit 75 Steinen und 1000 Gold vorbei, wenn du bereit bist. Brauche ich nicht. Ich rede hier gerade davon, dass ich einen Hühnerstall bauen will. Da brauche ich doch jetzt keinen Brunnen. Ja, aber auf jeden Fall ist heute wieder so ein Tag, an dem wir mal wieder selber was gießen müssen. Gießkanne. Halt wird das natürlich wieder nicht reichen, was ich hier drin habe. Ja, wie ich es gesagt habe. Reicht nicht weit. So, wir haben jetzt noch 10 Tage in dieser Jahreszeit. Das heißt maximal 9 Tage Wachstumszeit. Das bedeutet, naja, es sind jetzt nicht mehr so viele Sachen, die wir anbauen können. Ein bisschen was müssen wir alles noch besorgen. Ich werde jetzt aber nicht mehr diese Frühlingssaat hier nehmen, weil ich glaube nicht, dass die es noch schaffen würde. Bin mir ja selbst bei denen, die ich ausgesät habe, nicht so ganz sicher. Vier oder fünf Sachen, die ich jetzt hier anbauen kann. Das ist echt nicht viel, aber naja. Okay. Warum gießen der immer nur dieselbe Stelle, Mann? Okay. Für den Hühnerstall brauche ich ein paar Dinge. Zum einen brauche ich ein Silo. Und ein Silo, dafür brauche ich ziemlich viel von den Kupferbarren und so. Erstmal nehmen wir das hier wieder mit. Leider fehlt mir genau ein Kupferding dafür. Das ist wieder so typisch. Ne? Jetzt muss ich wegen einem Ding da wieder losrennen. Okay. Womit fange ich an? Also, den Hühnerstall könnte ich theoretisch schon bauen. Ich weiß allerdings noch gar nicht so richtig, wo. Das habe ich mir noch gar nicht so genau überlegt. Weil es sollte nicht so weit entfernt sein von dieser Fläche hier eigentlich. Dieser Grünfläche, weil das können sie nämlich essen. Aber das heißt natürlich, dass wir hier auch ein bisschen was abholzen müssen. Bevor ich irgendwas hier hinbauen kann. Okay, also. Neue Aufgabe für diesen Tag. Ja, erstmal ein bisschen Holz finden. Wir können ja später noch zum Laden gehen. So viel Zeit muss sein. Auf der anderen Seite zwingt mich ja eigentlich absolut nichts,
Es zwingt mich nichts, das wirklich hier unten hinzubauen. Ich könnte das auch weiter oben machen und dann einfach irgendwann die Rasenfläche hier in die Mitte verlegen. Das ist vielleicht sogar die bessere Variante, weil dann muss ich nicht jeden Morgen hier ganz weit runterlaufen. Das fände ich gar nicht so verkehrt. Okay. Dann bauen wir das vielleicht hier hin, ne? Wenn ich hier so ein bisschen was esse, dann hätte ich auf jeden Fall genug Energie dafür. Allerdings ist immer noch das Problem, dass wir nicht genug Kupferbarren haben. Gut, essen wir mal so ein, zwei Müsli-Riegel für den Tag. Also, wenn ich hierhin den Hühnerstall setzen würde. Wo würde ich denn am besten dann das Silo hinmachen? Vielleicht hier so? Das wäre eine Idee, ne? Okay. Ich weiß, was ich mache. Also erstmal werde ich losziehen und mir Samen besorgen. Dann werde ich, falls ich Pam treffe, ihr ein Geburtstagsgeschenk machen, weil sie hat heute Geburtstag, wenn ich das richtig im Kopf habe. Dann werde ich noch kurz in die Minen gehen und mal nach ein bisschen Kupfer suchen. Und wenn ich dann noch Zeit habe, dann kann ich noch kurz bei Robin vorbei und das Ganze in Auftrag geben. So, wer will hier was? Katzenfisch. Das könnte vielleicht sogar klappen. Oh je, was ist denn jetzt wieder los? Willkommen bei Piers. Wie kann ich dir helfen? Ahem. Kommt her, Leute. Gutscheine für 50% Rabatt im Joja-Markt. 50%? Nun, irgendjemand interessiert? Und alle rennen hin, wenn nicht zu fassen. Aber ich komme gegen diese Preise nicht an. Ich würde Verlust machen. Es muss schwer für dich sein, deine loyalen Kunden einfach so zu verlieren. Aber kannst du es ihnen verübeln? Der Julian-Konzern ist eindeutig die bessere Wahl. Bald wird der ganze Ort das verstehen. Na, ich weiß nicht. Das hier ist vielleicht ein Idiot. Also macht man das, dass man einfach so in den Laden reingeht und dann Gutscheine für einen anderen Laden verteilt? Das ist irgendwie auch nicht so die feine Art, oder? Na gut, aber vielleicht verstehe ich das auch einfach nur nicht. Bisschen was geht ja noch. Okay. Wie war das nochmal? 4000 brauche ich dafür. Das ist echt alles so teuer. Wo treffe ich Pam um die Zeit? Ist die vielleicht einkaufen? Glaube, die war oft einkaufen um die Zeit, oder? Ob die jeden Tag einkaufen geht beim Julia-Markt? Das wäre auch ein bisschen eigenartig. Also, ich meine, ich gehe auch nicht jeden Tag zu Lidl oder so, ne? Oh, ist heute mein Geburtstag? Stimmt wohl. Danke, das ist nett. Ja. Bla, ich hatte letzte Nacht in der Kneipe ein Karamellbier zu viel. Geh besser. Karamellbier?
So, dann wollte ich ja hoch zu den Minen. Moment, stopp. Also diese Lachsbären, die gibt es ja nur ein paar Tage. Ich glaube nur so 3-4 Tage. Es könnte sogar sein, dass es schon der letzte Tag ist. Insofern sollte ich mir das jetzt auch nicht zu sehr entgehen lassen, weil die habe ich ja dann ein ganzes Jahr lang nicht mehr an Nachschub. Also nicht, dass sie besonders wertvoll wären und nicht, dass man es wirklich bräuchte, aber naja, man will ja immer möglichst viel haben, ne? So, ich denke mal, dass wir auf den höheren Ebenen auch genug bekommen würden. Hier schon mal nicht. Dann töten wir ein paar Schleimis und ein paar Insekten. Okay, ich will eigentlich nur ein Kupfer haben. Jetzt habe ich ausgerechnet heute wieder so einen Tag, wo die Treppe nicht auftaucht. Ah, hier. So, Kupfer. Ich sollte was essen. Wir essen mal eine Lachsbeere. Oh, ein Amethyst. Oha. Noch mehr Amethysten. Okay. Und wieder fehlt's an der Treppe nach unten. Ja, ich bin langsam erschöpft. Ess mal noch eine Lachsbeere. Nur heute werden wir das nicht mehr in Auftrag geben können. Das mit den wie nennt man das? Mit den Silos? Das klappt nicht mehr. Ich könnte auch noch eine Grünalge essen. Ich glaube, das ist sogar noch ein bisschen effektiver. Ah, wobei, eigentlich nicht. Hier ist ja auch noch ein bisschen Kupfer. Aber eigentlich möchte ich mich hier unten gar nicht mehr so lange aufhalten. Ich will eigentlich nur wieder nach draußen. So, Mine verlassen. Das reicht ja schon. Zumindest fürs Erste. Und was machen wir jetzt? Ich würde sagen... Erstmal werden wir natürlich die Lachsbären hier mitnehmen. Und dann bereiten wir den Hof weiter darauf vor, dass wir irgendwie einen Hühnerstall anbauen. Wenn es irgendwie klappt, könnten wir auch... Naja, ich meine, ich habe auch gesagt, ich möchte auch die Obstbäume haben. Ne? Also die sind auch wichtig. Ich brauche echt dringend viel mehr Geld. Wie organisiere ich das? Auf jeden Fall muss ich noch ein bisschen was anpflanzen hier. Das hier und das hier noch.
Ja. Okay. Das wir schon mal geschafft. Achso, ich wollte ja natürlich noch einen Barren hier schmelzen. Ich könnte die eigentlich auch alle mitnehmen und dann mache ich gleich beide. So, dann noch eine weitere Sache. Wir können ja jetzt hier das Einmachgefäß herstellen. Ich weiß gar nicht, ob ich dafür genug Kohle habe. Für eins wird es noch reichen. Also wenigstens eins wäre ja schon mal cool. Wohin stelle ich das? Mache ich vielleicht mal hier drüben hin. Und dann könnten wir nämlich die erste Marmelade herstellen. Aus Lachsbeeren. Wenn wir schon so viel davon haben, dann machen wir das auch. So, keine Kohle mehr. Ich glaube, wir brauchen auch tatsächlich noch mehr, ein bisschen mehr Stein, bevor wir überhaupt einen Hühnerstall bauen können. Also das wäre auch noch ein Thema. Und können wir vielleicht noch was machen? Ja, da bräuchte ich auch zwei Kupferbarren für. Für den Zapfhahn. Nicht so geil. Nee. Na gut. Dann holen wir uns mal ein bisschen Stein, ne? Bisschen Energie habe ich noch. Tja, mehr haben wir nicht. Ich könnte jetzt noch eine Lachsbeere verspeisen, oder? Was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass wir die Hälfte davon schon mal verkaufen. Die bringen jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber immerhin. Gibt es noch was ich verkaufen kann? Alles nur ungern eigentlich. Nur ungern. Ja. Okay. Dann würde ich an dieser Stelle die Folge beenden und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wir werden jetzt allerdings nochmal uns das hier anschauen, wie viel Geld wir jetzt zusammenbekommen haben. Ja, ist jetzt nicht viel, recht überschaubar, aber das ist okay. Wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, eure Miri.